Die Erwachsenen- und Weiterbildung ist der Bildungsbereich mit den meisten aktiven Personen in Deutschland. Mehrere hunderttausend Mitarbeitende tragen dazu bei, lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Mit dem gesellschaftlichen und technologischen Wandel verändern sich auch die Anforderungen an das Lehrpersonal und an die Organisationen, in denen es tätig ist. Aber wer sind diese Lehrenden und was macht sie aus? Was motiviert sie? Wir wissen viel zu wenig über sie. Geben sie Kurse an Volkshochschulen, in privaten, betrieblichen oder überbetrieblichen Einrichtungen oder engagieren sie sich ehrenamtlich? Wir vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung wollen Ihre aktuelle Situation als Lehrende sichtbar machen. Gleichzeitig möchten wir herausfinden, wie viele Lehrende es gibt und welche Qualifikationen sie in die Weiterbildung einbringen. Dazu haben wir eine Langzeitstudie gestartet. Wir wollen Erwachsenenbildnerinnen, Weiterbildner, Teamer, Coaches, Trainerinnen, Kursleitende, Dozierende und Lehrende zu ihren Arbeitsbedingungen befragen. Welche Kurse geben Sie? Wie viele Stunden arbeiten Sie pro Woche? Bei welchen Bildungsanbietern arbeiten Sie? Und wie zufrieden sind Sie? Wo liegen Ihre Kompetenzen, beruflichen Qualifikationen und Stärken? In welchen Bereichen wollen Sie sich selbst weiterbilden? Unser Ziel ist es, ein möglichst umfassendes Bild des Lehrpersonals in der Weiterbildung nachzuzeichnen. Dafür befragen wir mehrere tausend zufällig ausgewählte Personen. Über 5 Jahre hinweg sammeln wir Informationen, die der Forschung und der Weiterentwicklung der Lehrpraxis dienen. Damit will das DIE verlässliche Grundlagen für gute Entscheidungen in der Bildungspolitik anbieten. So kann langfristig wirksame Weiterbildung mit besseren Rahmenbedingungen entstehen. Um dies zu erreichen, brauchen wir Ihre Unterstützung. Nehmen Sie teil und gestalten Sie die Weiterbildung von morgen mit.